Jetzt denke ich mal laut weiter zum Thema Denkblockaden, kognitive Dissonanz. Also nochmal zusammengefasst, jeder Gedanke ist mit einer mehr oder weniger starken Gefühlsempfindung verbunden. Und wenn es mehrere Gedanken, zwei oder mehr Gedanken gibt, die mit Gefühlsempfindungen zusammenhängen, die für uns absolut nicht vereinbar sind, oder Gedanken, die überhaupt nicht miteinander vereinbar sind, die uns in einen echten Konflikt, in emotionalen, also gefühlsmäßigen Konflikt bringen, baut unsere Psyche eine Denkblockade auf, ein Hindernis, ein Bollwerk. Und das hat natürlich einen Sinn. Das hat den Sinn, uns zu schützen vor einer unlösbaren Situation. Das lernen wir schon als Kinder. Von Feinden zu lernen wäre ja sehr dumm. Denn ein Feind ist höchstwahrscheinlich eine Kreatur, die es nicht gut mit dir meint. Und von der etwas zu lernen, das ist nicht zuträglich fürs Leben. Deswegen ist es so eingerichtet von der Natur, dass wir von Menschen lernen, die wir lieben, denen wir vertrauen. Also unseren Eltern beispielsweise. Dann gibt es aber Situationen, wo wir merken, dass zum Beispiel unsere Eltern lügen. Das bringt ein Kind in eine Situation, die es nicht lösen kann. Das erste Mal sagt das Kind natürlich, der Kaiser ist nackt. Also du lügst ja, das stimmt ja gar nicht und so weiter. Und dann lernt das Kind aber ganz schnell, dass das nicht angesagt ist. Und schon baut das Kind eine Denkblockade auf. Und natürlich ist es abhängig von den Eltern. Natürlich wird es den Eltern Rückendeckung geben und wird nicht den Eltern in den Rücken fallen. Also lernt das Kind, bestimmte Lügen einfach zu schlucken, weil sie von den Eltern kommen. Wenn ich daran denke, wie ich in meiner Kindheit bestimmte Denkblockaden aufgebaut habe, auf die ich erst viel, viel später gekommen bin, fällt mir zum Beispiel diese Kinderbibel ein. Ich bin ja protestantisch aufgewachsen und habe von meiner Mutter eine Kinderbibel bekommen. Und ich habe stundenlang dazu gebracht, die Bilder aus dieser Kinderbibel zu betrachten und auf mich wirken zu lassen. Und da waren grausige Bilder drin. Bilder, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Zum Beispiel da dieses Bild Vertreibung aus dem Paradies. Ja, der Engel mit seinem Feuerschwert steht da und vertreibt Adam und Eva aus dem Paradies. Warum? Weil sie von einem verbotenen Baum gegessen haben. Einen Apfel. Das Kind lernt, wenn du nicht artig bist, wirst du weggeschickt. Das kann ein Kind gar nicht verarbeiten. Wie soll ein Kind das verarbeiten können, außer artig zu sein? Oder dann war ein Bild drin über den Kindermord vom Herodes, wo die ganzen kleinen Kinder getötet wurden, weil man eigentlich das Jesuskind treffen wollte. Unglaublich grausam. Unglaublich grausam. Es kann also sein, dass jemand alle Kinder umbringt und der kann das einfach so machen. Und das allerschlimmste Bild für mich, das, was mich wirklich überhaupt, also wo ich heute noch spüre, wie diese Denkblockade in mir errichtet wurde, das war das Bild, wo Abraham seinen Sohn Jakob opfern möchte. Also wo er kurz davor ist, mit einem Dolch seinen Sohn auf einem Altar zu opfern. Und dann kommt der Engel und sagt, du hast es gut gemacht. Du darfst hier ein Lamm nehmen oder einen Schafsbock nehmen und dein Sohn darf weiterleben. Du hast es gut gemacht. Du warst bereit, deinen eigenen Sohn zu töten aus Gottesfurcht. Die Vorstellung, vom eigenen Vater getötet zu werden, weil darüber noch ein grausamerer Vater ist, der das von ihm verlangt. Ich glaube, das schafft kein Kind. Wie soll ein Kind das schaffen? Denn ein Kind liebt ja den eigenen Vater und muss ihm vertrauen.
Und diese Geschichte geht natürlich sehr, sehr weit, denn drei Weltreligionen gründen ihr Verhalten auf dieser Geschichte. Also die ganze Beschneidung geht zurück auf diese Geschichte. Wenn das kein Grund ist für eine kognitive Dissonanz, weiß ich auch nicht. Und ein Kind hat noch gar keine Sprache für diese Dinge. Warum habe ich diese Kinderbibel überhaupt bekommen von meinen Eltern oder von meiner Mutter? Nur möglich, weil auch sie in kognitiver Dissonanz war, weil auch sie auf bestimmte logische Fragen keine Antworten hatte. Dem eigenen Kind solche Bilder in die Hand zu geben, das geht nur, wenn du selber das Hinterfragen ausklammerst oder schon längst ausgeklammert hast. Bestimmte Dinge nimmt man einfach so dahin und wenn man keine Antwort weiß auf Fragen, dann sagt man, ach, das war früher mal so. Heute ist das ganz anders. Aber auf das beziehen wir uns. Diese ganze Beschneidung ist im Islam, ist im Judentum, sogar die Mädchen werden beschnitten in manchen Ländern. Was es auf jeden Fall mit uns macht, diese ganzen Geschichten des strafenden Gottes und weh, du bist nicht folgsam und so weiter, das bereitet den Boden für Schuld. Ich hatte dann später in der Schule einen Lehrer, der ist durch die Gänge gelaufen, hat gebrüllt: Die Frau geht dem Manne 1000 Schritte in die Hölle voran. Wir haben zwar drüber gelacht, aber naja, das war mein Mathelehrer. Und ich war in gewisser Weise von dem abhängig. Und als ich dann an die Tafel musste, um irgendeine Aufgabe zu rechnen, hat er nur bemerkt, ja, Mädchen können sowieso kein Mathe. Und so durfte ich dann vor der ganzen Klasse die Aufgabe lösen. Habe ich natürlich, und ich weiß es schon gar nicht mehr, Denkblockade hat sofort gegriffen. Ich weiß nicht mehr, ob ich sie lösen habe können, wahrscheinlich nicht, denn meine Noten sind auf 6 gefallen. Meine Noten in Mathematik sind auf 6 gefallen. Sätzen, 6. Ja. Und das haben natürlich meine Eltern gesehen und haben beschlossen, dass ich Nachhilfeunterricht bekomme in Mathematik. Und dann habe ich Nachhilfeunterricht bekommen. Und wer war das? Das war der ältere Bruder meiner besten Freundin. Und das war natürlich super, weil wir haben neben der Mathematik haben wir über Gott und die Welt philosophiert. Es war total spannender Nachhilfeunterricht, weil erstens mal war das der ältere Bruder, war nicht gerade schlecht aussehend und so weiter. Und ich war, wie alt war ich? So vielleicht 11, 11, ja, sowas. Und das war natürlich toll, von dem Nachhilfeunterricht zu bekommen. Und was war meine nächste Note? 1,5. Also es kann nicht an meiner Intelligenz gelegen haben. Ganz einfach, es hat daran gelegen, dass man von seinen Feinden nicht lernen kann. Aber von Freunden, mit denen man interessante, anregende Gespräche führen kann, auf Augenhöhe, ist Lernen ein Kinderspiel. Und heute bekomme ich von Nachbarskindern mit oder beziehungsweise von der Mama, von der Mutter von Nachbarskindern, eine Deutsch-Leseaufgabe. Mit den Abschweifungen meinte der Wehmeyer ausgerechnet meine Lieblingsstelle, als ich mir vorgestellt hatte, wie man sich als Wasserleiche in so einem Kanal fühlt. Es ist Winter und man ist gerade ins Eis eingebrochen. Die Strömung trägt einen unter dem blau-schwarzen Eis vom Landwehrkanal in die Spree. Ich hatte mir vorher auf der Deutschlandkarte angeguckt, wie es dann weitergeht. Die Spree fließt in die Havel und die Havel fließt in die Elbe und die Elbe fließt in die Nordsee und die Nordsee gehört zum Atlantik. Man hat also richtig was davon, wenn man im Landwehrkanal ertrinkt, nämlich eine tolle Reise durch drei Flüsse und am Schluss den Ozean, außer natürlich, man gerät unterwegs in eine Schiffsschraube, die einen völlig zerrunkelt,
Das wäre ärgerlich. Was soll denn das? Homeschooling? Die Kinder sind allein und sollen was lesen. Und was sollen die da lesen? Was sollen die sich da vorstellen? Zu ertrinken im Winter unterm Eis und dann noch zerflettert zu werden von einer Schiffsschraube. Glücklicherweise hat der Junge eine aufmerksame Mutter, die mit den Kindern, mit ihren Kindern über solche Dinge spricht. Das heißt, die Kinder sind noch nicht sprachlos geworden. Aber das passiert, wenn wir heute uns überlegen mit der Frühsexualisierung, was das mit den Kindern macht, wie das die Kinder in kognitive Dissonanz bringt, in Konflikte bringt, die sie nicht lösen können. Ich kann mich noch erinnern, als ich, wie alt war ich da? So 8, habe ich die Schule gewechselt, weil in der bisherigen Schule, der hatten meine Brüder schon einen Klassenlehrer, der hat nur vom Krieg erzählt. Ich sollte was lernen. Und so habe ich die Schule gewechselt und dort war eine Lehrerin, die hat eben die Arzttöchter bevorzugt. Und die haben nicht nur ein sehr gut bekommen, eine 1, nein, die haben eine 0 bekommen, ein ausgezeichnet. Und nicht nur ein ausgezeichnet, sondern bei einem ausgezeichnet haben die dann auch noch irgendeine Süßigkeit bekommen. Wie gemein ist das denn? Das war das eine. Und das andere war, wo ich gesehen habe, wie bösartig diese Frau war. Da hat sie sich einen gut aussehenden, wirklich einen gut aussehenden Jungen geschnappt, der immer frech war. War ein echt frecher Kerl. Und der kam jetzt nicht aus der Oberschicht. War definitiv kein Arztsohn, auch kein Unternehmersohn oder irgendwie, sondern der kam aus ganz einfachen Verhältnissen. Der saß natürlich hinten. Vorne saßen die Arzttöchterchen, ist ja klar. Er saß hinten. Und er hatte irgendwas angestellt, keine Ahnung, was das war. Und sie hat ihn vorzitiert, dann musste er die Hosen runterlassen. Und er musste sich über die Bank von den Mädchen vorne drüber lehnen mit runtergelassenen Hosen. Und sie hat ihm hinten ein, ich weiß nicht, ob mit der Hand oder mit irgendeinem Stock, hat sie ihm den Hintern versohlt. Die Schläge waren für den Jungen nicht so schlimm. Aber die Demütigung, da vorne vor diesen Mädchen die Hosen runterlassen zu müssen. Also das sind so Sachen, da habe ich mich immer wieder erinnert. Ich habe mich vor allen Dingen daran erinnert, wie ich nach so einem Erlebnis von dieser Lehrerin, da gab es einige, wie ich das zu Hause in mir hin und her überlegt und gewälzt habe und in mir irgendwie einen Sinn in diesem Verhalten gesucht habe. Ich konnte das mit meiner Mutter nicht besprechen. Ich hatte keine Sprache dafür. Aber ich habe überlegt, wie ich das irgendwie in meinem Kopf klarkriege. Ich habe es nicht hingekriegt, ich habe es nicht geschafft. Und was habe ich dann gemacht? Irgendwann habe ich mich entschlossen. Ich war ja so ein braves Mädchen und ich war ja so ein guter Mensch und ich wollte es immer richtig machen. Und es gibt ja da oben diesen strafenden Gott, der alles sieht, was ich tue und vor allen Dingen auch meine Gedanken lesen kann. Also ich kann nicht böse über diese Frau denken, über diese Lehrerin. Das darf ich nicht. Dann bin ich ein schlechter Mensch. Also die Schuld war dermaßen schon in mich eingeprägt, dass ich in meiner Verzweiflung beschlossen habe, diese Lehrerin zu lieben, um damit irgendwie klarzukommen. Und dann habe ich wirklich bewusst versucht, diese Lehrerin zu lieben. Es ist mir nicht gelungen. Gott sei Dank. Denn sonst hätte ich vielleicht nie aus der kognitiven Dissonanz herausgefunden.
Aber das hat mir in der nachträglichen Reflexion gezeigt, wie das funktioniert mit der kognitiven Dissonanz, mit der Denkblockade. Ich benutze extra dieses geschwollene Wort, weil es überall auftaucht und kein Mensch, was heißt kein Mensch, aber viele wissen überhaupt nicht, was damit gemeint ist. Und wenn ich eins weiß, dann ist es, dass diejenigen, die diese Welt steuern, die uns Menschen manipulieren und steuern, die wissen um diese Zusammenhänge und die nutzen diese Zusammenhänge, aber nicht für uns, sondern gegen uns. Das ist mir sehr, sehr bewusst. Und deswegen finde ich es so wichtig, so existenziell wichtig, dass die Menschen, die einfachen Menschen, die intellektuellen Menschen, alle Menschen diese Zusammenhänge kennen, erkennen können mit ihrem Bauchgefühl, mit ihrem Herzen, mit ihrer Intuition. Ist das jemand, der es gut meint oder ist das jemand, der es nicht gut meint? Und erkennen, lernen, wie Manipulation funktioniert, um einfach immun zu werden dagegen. Es ist total wichtig, sonst ist es egal, in welchem System wir leben, es wird immer wieder darauf hinauslaufen, dass die Menschen von ein paar wenigen, die diese Zusammenhänge kennen, manipuliert und gesteuert werden können. Wir werden niemals frei sein können, wenn man uns so manipulieren kann, wenn man uns Denkblockaden verpassen kann, die funktionieren, ohne dass wir es mitbekommen.